Hallo, heute ist Tag der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Dieser Tag soll hinweisen auf die Kinderhospizarbeit, auf das, was wir tun in den Häusern und in der ambulanten Arbeit und was Eltern mit einem schwerkranken Kind erleben und erleben müssen in dieser Zeit. Darauf soll dieser Tag immer am 10. Februar hinweisen. Wir sind froh, dass wir prominente Unterstützer haben von Balthasar, die Ihnen jetzt erzählen wollen, warum es wichtig ist, dieses Haus zu unterstützen. Hallo, mein Name ist Ralf Schmitz und auch ich unterstütze natürlich das Hospiz Balthasar. Wie kann man auch nicht? Dort arbeiten ganz wunderbare Menschen, ganz wunderbare Mitarbeiter, machen eine ganz wunderbare Arbeit. Eine dringend notwendige Arbeit, wie ich schon ein paar Mal erleben durfte. Jedes Mal ein wirklich tolles Erlebnis. Diese tollen Mitarbeiter verschaffen Familien, die, naja, kleine bis große Schicksalsschläge verarbeiten müssen, eine Verschnaufpause. So, mit viel Leben und sogar viel Humor. Und wenn man sowas nicht unterstützt, Leute, ja was denn dann? Hey, mein Name ist Marc Weide, ich bin beruflich Zauberer und ich mache mich stark fürs Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe, weil deren Arbeit sehr, sehr wichtig ist. Sowohl für Kinder als auch für Familien. Ich war schon mehrfach vor Ort und ich kann sagen, dass diese Lebensfreude und das positive Lebensgefühl einfach ansteckend ist. Und euer Team ist fantastisch. Also bitte, macht weiter so, alles Gute für euch und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Besuch. Bis bald. Ich mache mich stark für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar, weil ich es ungemein wichtig finde, dass schwerkranke Kinder und Jugendliche mit ihren Familien hier ein zweites Zuhause auf Zeit finden. Ich finde es ganz wunderbar, was an diesem Ort für Familien mit ihren todkranken Kindern geschaffen wird. Und es berührt mich immer wieder aufs Neue, dass Kinder selbst bei schwersten Diagnosen im Balthasar Lebensfreude versprühen. Die Eltern können hier Kraft schöpfen, um ihren anstrengenden Alltag zu Hause zu bewältigen. Sie können sich mit Gleichgesinnten austauschen, auch das gibt Kraft. Ich freue mich jedes Mal über meinen Besuch im Balthasar und bin immer wieder berührt, was für ein schöner, warmer Ort das Balthasar ist. Einmal leben, einmal leben. Zweimal Leben gibt es nicht. Einmal Leben, einmal Leben. Und die Sonne scheint in dein Gesicht. Ich mache mich stark fürs Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. Und das schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, Lieder wie dieses hätte ich vielleicht nie geschrieben, wenn ich bei euch nicht gespürt hätte, welchen Wert Leben hat. Jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, wie auch immer die Perspektive ist. Die Menschen, die bei euch zusammenkommen, haben viele Gründe dafür. Und ich habe immer gespürt, dass es wertvoll ist, euch zu besuchen. Und das werde ich auch bald wieder tun. In diesem Sinne, alles, alles Gute, euer Verbündeter aus dem Herzen heraus, Rolf Zukowski.